Ja, ich bin der Alain Kohl und ich bin professioneller Klippenspringer und komme regelmäßig hierher, weil ich in der Gegend wohne. Komme ich halt her zum Trainieren, so ein bisschen springen und wieder eingewöhnen für die Saison halt. Heute ist der Mikael Navratil da, der ist auch bei der Red Bull Series dabei, der ist letztes Jahr Dritter geworden. Und wir haben vor, halt dieses Jahr beide neue Sprünge zu machen und probieren halt jetzt die Sprünge von 10 Meter, den Lead-Up sozusagen vorzubereiten und dann halt den Sprung immer höher zu nehmen, bis man dann in der Wettkampfsaison von 27 machen kann. In der Vorbereitung in der Saison mache ich 6-7 Stunden Training im Tag, was von normales Wasserspringen im Schwimmbad über in der Turnhalle spezifische Übungen, hauptsächlich Schnellkraftübungen, Dehnen und so Zeug halt schon doch, ja, 6-7 Stunden am Tag mindestens. Juni, Beyond Gravity, da sind wir zu 4 Klippenspringer. Der Gary Hunt, aktueller Weltmeister. Rolando Duque kennt wahrscheinlich jeder, 10-maliger Weltmeister. Der Cyril aus Frankreich und ich, wir werden da wahrscheinlich eine Mordshow abliefern. Am 16. Juni gibt es das Glorified Cliff Diving Revolution. Das ist der erste Wettkampf der Saison. Das heißt, da sind die Athleten noch alle frisch. Alle Athleten wollen unbedingt ihre neuen Sprünge zeigen. Also, und das Ganze findet im Rahmen eines Trainingscamps statt, was eine Woche davor ist. Und ich glaube, das wird sehr, sehr interessant, es kommen sehr viele Rookies dahin, die sehr, sehr stark sind und ich glaube, das wird ein sehr interessanter Wettkampf werden. Wasser ist relativ weich, wenn man es richtig macht, aber ab 27 Meter ist es, glaube ich, nur noch hart. Also das Eintauchen ist für mich jedes Mal sehr anstrengend, sehr körperlich anstrengend. Ich habe gestern 2 Sprünge gemacht von 20 Metern und ich spüre es schon im Rücken und in den Beinen. Aber das ist relativ normal, aber ich meine, ein Fehlsprung, dann ist das Wasser wie Beton und dann tut es dann richtig weh. Also Cliffdiver will man eigentlich, wenn man früher mal ein normaler Wasserspringer war und dann irgendwann sucht man einen anderen Kick oder kommt durch einen Freund drauf und dann entweder man ist infiziert und man ist nicht infiziert und ich habe es im Fernsehen gesehen und wusste direkt, okay, jetzt weißt du ganz genau, was du machen willst die nächsten Jahre. Cliffdiving ist ein wichtiger Schritt, Step by Step. Man darf nicht direkt denken, okay, ich bin mal 10er gesprungen, jetzt kann ich direkt 27 springen. Erstmal eingewöhnen, diese Flugphase lernen und damit umgehen lernen, dass man halt nicht direkt zu hoch geht und massiven Fehler begeht in der Luft und den nicht mehr ausgleichen kann. Deswegen Step by Step hochgehen, sich an das Gefühl vom Fallen gewöhnen und dann kann man den auch langsam immer höher schrauben. Das ist kein Problem. Also das traditionelle Cliffdiving stellen die Leute sich immer so vor, ja, musst du da nicht aufpassen, dass du da an dem Felsen vorbeischrammst. Aber heutzutage, das Cliffdiving ist schon, wir springen schon ab und zu von Klippen auf 27 Metern, doch von professionellen Bedingungen, das heißt mit einer professionellen Plattform, dass man komplexe Sprünge mit Saltos und Schrauben machen kann. Und da ist so eine Trainingsmöglichkeit wie die Area 47 eigentlich perfekt. Ja, kommt vorbei in der Area, wenn ich da bin, ich bringe euch gerne was bei und könnt immer mich fragen, ich springe gerne mit euch.